So. Yes! Haben wir Sound? Machen wir irgendwas? Wie wir hören, hören wir nichts. Ach, das Ding ist wieder ausgegangen, glaube ich. Oh! Moment! Hört ihr was? Chat? Wir müssen was hören, ja. So leise. Ah ja. Aber kann man sanft, Moment. Oh. Ja, Game Sound ist da. Supi. Du, Siel. Ach ja, da haben wir das letzte Mal die Autos gesehen, ne? Genau. Hier. Ja, genau. Da müsste noch irgendwo ein Slot sein. Entweder links oder rechts davon. So, los geht's. Ja. Let's try it here. So what's the plan? We take these guys out and steal their boat? Definitely taking their boat. Haut mal raus, wie das Sound bei euch so ist. Hopefully it's a small crew. Das Game ist, ja, ist aktuell noch ein bisschen leise, aber das wird stellenweise so laut, dass wir, glaube ich, einfach damit leben müssen, dass es in leisen Situationen einfach leise ist und in laubten Situationen einfach laubt. Leise. Leisure Wood. Leisure Wood. Wir haben wie immer das Inventar voll, gell? Ja. Na gut, ich habe das letzte Mal dafür gesorgt, dass wir ein bisschen weniger haben. Weil ich mich hart verprügeln hab lassen. Oh, und dann hast du dich auch ein bisschen verprügeln lassen. Und das auch ein bisschen. Ach ja. Ja, ja, von dem Riesen. Oh. Unser Encounter mit den Scars. Aber wenn du mal rumläufst, mache ich mal ein kurzes Recap. Also wir sind auf einem Rachefeldzug, um den Tod von Joel zu rächen. Haben herausgefunden, dass es ein Verein war, der sich WLF nennt, manchmal auch Wolf, die Washington Liberation Force, eine Vereinigung, die von manchen als Terroristen angesehen wird, die auch sehr rabiate Vorgehensweisen hat, aber das ist. Place is wrecked. You don't say. Ja, ist gut erkannt. Was aber in der Gesellschaft hier jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist. Ja, und die haben wohl, das ist jetzt, glaube ich, mehr so unsere Theorie, was aber auch schon relativ bestätigt ist, oder es ist schon bestätigt, dass die quasi Joel umgenietet haben, weil der damals Ellie quasi aus den Händen der Fireflies befreit hat. Mhm. Kannst du nicht durchkriechen? Kannst du auch kriechen? Das ist ein anderer Weg hier. Oh, Karte. Das ist ein anderer Weg hier rein. Achso. Guck, da ging's. Ah ja. Hä? Warum gibt's da zwei? Das ist ja strange. Tatujai. Salvador Ramos. Als Teenager wurde Salvador Ramos von seinen Mitschülern gnadenlos gemobbt. Der Höhepunkt war erreicht, als sie ihm ein altes Maya-Grab lockten und dort einschlossen. Das ist kein Mobbing mehr, das ist, glaube ich, einfach Mord. Allein und verängstigt stieß Saal auf eine geheimnisvolle Glyphe, die dem Maya-Gott Akkad darstellte. Als er sie berührte, erwachte sein Schlangentattoo zum Leben. Wie alt ist der? Ich bin 12, ich habe ein Schlangentattoo. Erwachte sein Schlangentattoo zum Leben und führte ihn nach Hause. Okay. Heute ist er als Tatuaje bekannt und sein Körper ist mit Tätowierungen von Waffen, Tieren und allem anderen bedeckt, was er für die Rache an denjenigen benötigt, die ihn Unrecht getan haben. Doch
Akkad fordert unter der Androhung des Todes in jenem Mondzyklus ein neues Tattoo. Und Tattoo Jae geht allmählich der Platz aus. Mhm. Ein neutraler Schurke. Kannst du Rapper werden. Die sind auch zu tätowiert von oben bis unten. Mit Schlangentattoos. Hier. Ah ja, hast du recht, okay. Oh. Aber das ist aber noch was. Ludilud. Ja, wir sind mit unserer, ich schätze mal inzwischen, Freundin, also Partnerin, Dina, quasi von unserem Dorf, wo wir damals gelebt haben, aufgebrochen, um quasi WLF zu finden, um die, unseren Rachefeldzug quasi vollstrecken zu können. Und also wir, und Tommy, der Bruder von Joel, ist uns quasi vorausgeeilt. Wir wollten eigentlich, dass der mit uns kommt, aber der ist uns dann quasi voraus und wollte, dass wir dann das gar nicht gehen. Mal. Auf diesen Rachefeldzug, aber naja. Wie man sieht, war das nicht so erfolgreich. Und ja, jetzt hat uns Jesse, auch jemanden aus dem Dorf, quasi ist uns zur Hilfe gekommen. Shit. You four, take the land bridge to the marina. The rest of you, we hold here and wait for orders. What the fuck? We're supposed to wait here while our guys are being sniped? We have our orders. They'll have more than enough people to take care of one sniper. Hm. Das sind jetzt aber WLFs, ne? Schätze ich mal. Hm. WB Jule. So, ich will hier hoch. Yeah. Haben wir sonst noch irgendwelche Plotpunkte übersehen? Ich glaube nicht. Nee. Doch, sie hat Flashbacks bekommen. Gut, wir haben im Verlauf des Spiels mehrere Erinnerungen zwischen Joel und Ellie. Ja. Quasi gesehen. Moment. Ich erzähle gleich weiter. We can get to the marina through here. No, we're taking a boat. You heard them, right? They're talking about Tommy. We don't know that. Who else is it gonna be? If it is him, he'll be gone by the time we get there. Abby is where he'll be headed, so if we just What fall, if he's in trouble? He can take care of himself. Jesus Christ. The best way to help Tommy is to go after Abby. You do this, I'm not saving your ass again. I really hope you make it. Also Jesse war ja mehr auf der Suche nach Tommy eigentlich. Mhm. Jetzt hat man nochmal schön gesehen, sie haben ja eigentlich vereinbart, wenn sie Tommy vorher finden, hauen sie ab. Ja, ist richtig. Und jetzt ist es so hinter Abby her, dass sie jetzt Tommy einfach beiseite lässt. Soll ich an den vorbei oder killen? Irgendwas sieht dich. Ja. Wenn es nach mir geht, kannst du alle WLFs nach und nach aus. Also die, wir haben eh schon so viel Blut an den Händen und Ellie ist so karma-technisch eh schon am Arsch. Ja, ich versuche aber jetzt mal hinter dem Boot zu bleiben, wenn das geht. Oder ich glaube, ich werde gezwungen, da hochzugehen. Mach's so rund. Oh. Yo. Sorry, Leute. Das war wohl nix. Nicht auch rein, aber das wird jetzt knapp, ne? Nee. Ich dachte gerade, da steht einer mit einer Taschenlampe. Aber echt, ey. Wie klettert man nochmal? Wieso? Oh. Ja, was heißt, Jule will nicht gespoilert werden. Also, du bist gerade mitten im Spiel. Ich glaube, du bist letztes Mal nur ausgeschaltet oder rausgegangen, weil die Szene nämlich extrem war.
Hi. Ui. Headshot. Anchor Queen, einen schönen guten Abend. Hello, wie geht's? Schön, dass du reinschaust. The hell she go? Find her and bring her down. Kommst du da? Yep. Hätte jetzt auch gesagt, dass du in den Rücken fallen kannst, aber die kommen jetzt wieder zurück anscheinend, ja. Ach komm. Dir geht's gut, das freut mich zu hören. Und soweit auch? Denke ich schon mal. Es ist hier ein bisschen abgekühlt inzwischen. Das ist sehr angenehm. So. Jetzt gehen wir mal hier lang. Ui. Oh, 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 ja. Rip. Wie geht denn das nochmal? Hier, das war doch so irgendwie. Na, ja, ja. Falsche Waffe. Hallo. Hau mir die Fresse. Oh, Mann. Da ist noch einer. Hoppala. Ich glaube, da sind noch ein paar. Hallöle. Ist er nicht weiter links von dir? Wo bist denn du? Da. Ah, ah, komm, zack und. Jesus Christus. Oh, also oh. Also ich glaube, wir bringen weniger Menschen um. Rute, die hat sich erledigt. Fuck it, kill them all. Nein, wir haben noch keine Hunde getötet. Ich habe schon mehrere getötet. So. Hallo, wenn ich Menschen ins Gesicht schieße, dann werde ich ja wohl einen Hund in Notwehr umbringen dürfen. Nein. Okay. Wer ist denn hier noch? Okay, breathe. Deswegen sind einzige wenige Spoiler nicht so schlimm. Alles klar. Trotzdem lasse ich im Spiel jeden Fall. Alles klar. Ich werde trotzdem und wir werden auch trotzdem die Story halt immer wieder ein bisschen diskutieren und auch philosophieren. Natürlich unter den Aspekten von dem, was wir schon wissen und so weit, wie wir sind. Und am liebsten auch mit Leuten, die das Ende halt noch nicht kennen, ne? Weil deren Meinung halt immer unbeeinflusst ist von dem, wie das Ganze resultieren wird im Endeffekt. Aber wenn ihr Dinge zu sagen habt, die keine Spoiler sind, dann bin ich da immer offen für Diskussionen. Hier ist doch noch jemand. Das Ende kenne ich auch nicht. Okay. Wer sitzt da neben mir? Da liegt der Travis. Hallo. Mir nicht noch ein Pfeil geschossen? Weiß nicht. Ich hatte zwei. Vielleicht ist der kaputt gegangen. Das wäre aber. Nee, Travis heißt der. Bitte. So. Aber hier warst du. Hier war ich, ne? Ja. Okay, da gehen wir mal weiter, Alter. Einmal im Kreis jetzt, hast du alles gelootet. Kannst du da links runter ins Wasser? Ja, da kann man nur unter dem Teil her tauchen. Achso, unter Wasser ist doch nicht wirklich Loot, ne? Nee, eigentlich nicht. Wow. Hey, da ist doch noch irgendwo jemand, das gibt's doch nicht. Ah, hallöle. Ah, den kann ich aber von hinten holen. Messer. Jedem das seine, ne? Und das war unten rechts ist noch einer. Wahrscheinlich mehrere. Leute. Oh, voll das geile Setting hier. Schon cool, ne? Ach, komm. Ach, der hat eine Stahlplatte im Hinterkopf gehabt. Ja, das wusste ich natürlich nicht.
Und lost her. Lost her. Der ist weg. Hat schon Luft aufgelöst. Wir kämpfen gegen Magier. Die können sich. Das soll jetzt noch in der ist blöd. Oh, guck mal. Wow. Jetzt schießen. Yes. Nice. Gott, jetzt. Sie. Ah, okay, die erschießen ihre Kollegen. Great. Oh! Oh, der Schuss. Das glaube ich keine Funktion. Ja, auch nicht. Was gehen hier ab? Was gehen hier ab? Tschüss. Solid Snake, wär stolz auf dich. Ojo. Hüsse. Juli, ich hab's verkackt. Ja, deswegen sage ich ja, ich bin dafür, offene Diskussionen über das zu führen, was wir bisher alles wissen und, ne? Und wenn jemand das nicht lesen will, dann ist ihm das natürlich freigestellt, das nicht zu lesen. Das sind die Regeln für den Chat. Eine miese Krise, in der Tat, das ist eine miese Krise. Voll der Meisterschütze, ey, Mobbing, was ist denn hier los? So. War doch, ich glaube, das war ernst gemeint, da waren echt gute Schüsse dabei. Ich bin doch gestorben, ey, hallo. Meisterschützen sterben auch, wenn sie mehrere Kugeln ins Gesicht bekommen. Ah, ich muss mal nachladen. Er hat 3 Kopfschüsse abbekommen und er ist schon tot. Er war kein Meisterschütze. Waffencheck. Okay. Aber. Das ist schon mal gut, dass da. Ein Swoop. Dann haben wir schon mal 2 Schüsse. Beides hast du nachgeladen, ne? Vielleicht. Ah, ne. Okay, also den mit der Stahlplatte mit dem Bogen nicht aus. Oh! Ja, das setzt natürlich. Warum? Warum trifft der Bogen nicht mehr so gut? Ah, da hast du wohl irgendwie in die Zielvorrichtung aus Versehen eine Delle reingemacht. Was ist das? Das war Rauch, ne? Das ist dann. Ja, richtig, deswegen. Aber leg doch mal mach doch mal die Stun. Na, will ich eigentlich nicht. Doch. Wir haben von denen so viele und können so viele bauen. Jetzt ist es spät. Hier. Du siehst mich nicht. Nee, ich will das nochmal neu machen, Leute. Komm. Start. Kannst auch neu laden. Nee, das dauert viel zu lange. Ja, es ist. Warten, bis man. Ja, komm hier. Ja. Möchtest du Abkontrollpunkt? Runter. Ja. Nee, okay, der kommt links hoch. Oh, guck mal, hier bist du ja hier jetzt direkt. Ja, klasse. Okay, aber die gehen nochmal weg. Cool. Dann leg doch mal grad. Ah, wait. Wait a second. Nein. Oh, wait, das ist ein Spreng, oder? Nee, okay. Ja. Könntest aber jetzt da quasi, wo der jetzt gleich wieder zurückgeht, da auf den Boden eine Sprengfalle legen. Oder du gehst ihm jetzt hinterher. Oh, toll. Shut it. Okay, das haben wir ja noch gerade so hingekriegt. So. Okay. Hier. Wenn ich das richtig mitbekommen hat Joel den Kerl von Abby gekillt? Nö. Das wäre das Erste, was ich höre, was das anbelangt. Das war doch der Owen. Ja? Nee, wait, Owen? Owen? Den war es doch, hatte doch irgendwas mit ihm. Der hat doch jetzt Owen? Ein Kind mit einer anderen. Ja, also. Nee, der lebt aber noch. Genau, deswegen. Ja. Ja. Also. Sag ich ja. Also ich dachte, jetzt ging es um noch jemanden anders als Owen. Vielleicht hatte Abby was mit dem Doktor, den Joel wahrscheinlich umgebracht hat. Das kann natürlich sein, aber das wissen wir. Das ist, da kannst du aber dich hinlegen blöd und rüberrobben, theoretisch. Weil hier in der Ecke bist du eigentlich echt scheiße. Du könntest aber. Nee, ist okay. Hä? Wir hatten dich jetzt gesehen. Ja, komm, ey, hallo. Schlag in die Fresse. Mit einer Kugel. Als ob die so zielsicher ist, hallo. Angst. Bam! Alter, ich hab da eine Sprengfalle hingelegt. Ja, du hast das schon relativ auf die Seite gelegt, glaube ich. Und dann geht das nicht?
Anscheinend. Ich weiß, das ist doch was sehr dumm, Fräulein. ja, Last of Us 2 Melee Only Run, when? Warum ist das nicht hochgegangen? She went over there. Du holst halt nochmal mit, ne? Die könnte das quasi. Na gut, ne. Nee, die mach du, ach. Mach du, wie du für richtig hältst. Die mach ich ach. Where'd she go? Ah, warte mal. Search the entire mall. Da kann ich jetzt was probieren. Und zwar. Jetzt rüberspringen, ja. Yeah! So, this one coming. Funktioniert. Gut. End again. Oh, Ellie ist verwundet. Lag Munition. Wo? Hinter dir. Da. Auf dem. Links jetzt auf dem Pömpel. Da. Ein Schuss. Heck yeah. America. Heck yeah. Yeah. Heck yeah. Okay. Oh, es wird nicht geflucht in diesem Stream. Okay, sorry. Sri. Oh. Ho, 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 ho. Ach Leute, jetzt kaum wird immer gesagt, dass ich gut schießen kann, kann ja, ich es nicht mehr. Das ist sofort vorbei, das ist normal. Mhm. Ich realisiere gerade, dass der Ventilator gar nicht an ist. Was gut ist, weil er laut ist. Was? Der Venti ist nicht an. Der ist an. Der ist an? Ja, na klar, ist jetzt an. Krass. Im kleinsten Gang. Dann ist gut. Dann habe ich nichts gesagt. Aber ich finde es trotzdem angenehm hier drin. Das ist, weil ich so cool bin. Das wird sich aber ausbalancieren, damit wie heiß ich bin. So. Okay, die Munition ist jetzt immer noch mal relativ. Aber Vorsicht! It's Coleman! Wer hat's erfunden? Das kann auch. Nee, das war Ricola. Ach, stimmt. Oh Gott. Nicht Coleman ist Milka. Milka irgendwas. Das kennt auch keiner mehr, glaube ich, im Chat. Die sind alle so junge Spunde. Die sind nach 1990 geboren. Die Kinder. Aber ich glaube, die Werbung war auch irgendwie so 95 eher. Yo! Holy shit. Jetzt kein Bock mehr hier auf die Lulatschs hier. Oh, hallo, hallo. Du hast keine Munition. Den hätte ich voll krit. Mach's wieder Chaos im Ersten, werf die Knarre einfach hinterher. Das war der geilste Move. Oh, oh, oh. Was hab ich noch? Oh, jetzt wird's böse. Nee, du duck dich doch. Wie geht denn das? Oh, oh, mein Freund. Ein Schießgewehr. Hello. Willst du meinen magischen Freund Shot Gandalf kennenlernen? Radosch! Right. Boot. So, okay, Boot. Wer ist mit Ride? Erstmal wieder Munition ansammeln. Ja, jetzt wäre es mal gut für Muni. Hier findest du garantiert was. Kann sein. Mindestens eine Patrone, sag ich dir. Mir wird auch schon Loot lang für Pfeile herzustellen. Guck mal hier. Guck mal hier. Zack, zack, guten Heil-Dingsi. Immerhin. Hallo. Ja, guck mal nochmal auf das Bild da. Ah ne, es war das Fahnenkreuz, was da reflektiert hat. Es sah aus wie ein Glitzer. Ah, oh. Flasche? Flasche. Ja gut, ne? Ein Stofftier nehmen wir da mit. Ach. Kannst du sicher auch Sprengsätze reinmachen. Jo, das ist doch eh alles made in China und das ist hoch in flammbar. Jesus. Das ist made in Seattle. Na, okay, kann sein. Beste Stadt. So, hier ist hier nichts. Ich hab hier nichts. Ich bin nicht jung. Okay, alter Mann. Oh, das ist das Boot. Hey, hier ist, muss doch noch irgendwo was sein. Mir war noch hinten drüben noch nicht, gell? Genau. Du warst drüben noch nicht. Du bist über die ganze Brücke noch gar nicht. Und da, Moment mal, da jetzt rechts, kommst du daher? Ja, hier. Da kommst du, ja gut. Ein Snack. Ein Schokoriegel. Sofort inhaliert. Ich muss immer direkt an die Geräusche denken bei Minecraft. Nun, Mann. Die Box sieht aus wie ein fröhliches Gesicht.
Hi, Ellie, nimm mich mit. Ich hab Angst hier. What a wonderful world. Lull. So. Yeah. Guck mal hier. Mindestens eine Kugel, habe ich gesagt. Da ist noch Wasser. Guck mal hier. Ressourcen. Noch und nöcher. Das war das Spiegelbild. Ja, darüber kommst du wohl nicht, oder? Ja, mal gucken, ne? Ja, da war noch was, rechts. Ah, ne, sah aus wie was. Nevermind. Ah, oh. Kann wohl, ja, geht. Oh! Ah, willkommen zu Grunzgeräusche, das wie was. Hoppa! Hey! Hoppa! Hey! So weit springen geht nicht. Gehen wir mal runter. Oh, der Schrank, der ist aber stabil festgemacht. Hm? Hm? Mit Flex-Tape festgemacht. So wie sie ist. Oh, was ist mit der Batterie? Das ganze Gebäude fällt auseinander. That's a lot of damage! Aber das Flex-Tape-Schrank... Yeah! Der klebt halt nicht fest. Nur eine Kugel. Übel. Armee kann kommen. Hier war mir tatsächlich auch noch nicht, ne? Nope. Was war das? Eine Flasche. Eine Flasche. Ein Ronaldo-Poster. Das nehmen wir natürlich mit. Mhm. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Hier ist nichts. Da kann ich aber. Ja, da kann man da noch kommst du zurück ja, wahrscheinlich. Ne? Ah, mal gucken. Da ist so viel Shit hier am Start. Kugel. Das triggert mich so hart. Da muss auch irgendwie so ein Gnom nachts hier rumlaufen, den Leuten so die Munitionspacken aus der Tasche eine rausklauen. Kugel. Und dann die überall so eine Kugel überall verteilen. So, Dalle. Yes. Noch eine Kugel. Yes. Nice. Für Trevulver. Gut. Oh, Ellie. Ganz ruhig. Okay. Dann hier Irnova. Darüber. Parcours. Parkour? Stark ein Auto. Es braucht schon ein Parkour. Parkour. Da kann man nächste nur runterspringen, ne? Ja, ich glaube, du hast das meiste wahrscheinlich. Jo, denke ich auch. Dann. Parkour. Oh, ich würde springen. Tot. Gestolpert, oh, runtergefallen, nee, Blick gebrochen, tot. Schlechten Spiel, wo wir dann direkt tot sind. Ich denke immer, dann bist du auf einer epischen Quest nach Revenge. Please, please. Und dann hast du 400 Leute umgebracht und dann stolperst du irgendwo auf eine. Du bist tot. Auf der Rolltreppe. Ja, hast echt geschafft, ey. Yeah. Und dann kommt Abby um die Ecke. Woo. Mein Plan ist aufgegangen. Ich habe diese Rolltreppe manipuliert. Das hört jetzt keiner, ne? Was? Das weltleiseste Motorboot. Ach so. Blub, 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 blub. Oh, jump! Jump! Blub. Action geladen. Yeah. Wave Race 64 ist ein Scheiß dagegen. Oh no! Oh no! Yeah! America! Gab's den Fluss in Seattle auch, so als du da warst? Nee, ja, aber das ist doch so heavy, ich kann locker von Red Bull gesponsert gehen. Where's the Ferris wheel? Guck mal, kannst du nicht? Drift! Okay. Du musst wohl da, glaube ich, rein, wo du gerade vorbeigefahren bist. Aber guck mal, ich bin immer noch um. Ich hab die Steuerung noch nicht so ganz raus. Ja. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Uiuiui. Aber Ellie hat die Kapuze wieder angemacht. Nice! So cute. Kann man nichts machen. Noch ein Eis? Kannst aber auch da weiter. Wait, bevor du. Vielleicht geht's da weiter. Aber du kannst nämlich da, wo der Zaun ist, da kannst du irgendwo reinfahren.
Aber ich glaube, ja, da kommt es nicht mehr raus. Ja. Ja, dann musst du doch. Ja, nee, hast du. Kann noch alles abchecken hier. Aber hier sieht's auch aus, als wäre hier nichts, ne? Check der Chat. Obwohl, guck mal. Ja, guck mal. Bremsen! Ja, okay. Genau, zieh mal die Bremse an deinem Boot an. Ja, Rückwärtsgang, also. Turbine anders rumdrehen. Über Wasser. Ja. Ui. Ja, wir haben uns einen Crackdam gefunden. Voll HP. Hau dir mal selbst in die Fresse, dass du einen Schokoriegel essen kannst. Okay, das war's hier. Das kann ich ja gar nicht glauben. Nee, es waren mehr als eine Kugel in einem Raum. Das ist eigentlich schon Luxus. Da schwimmt man schon immer. Gut. Zack. Wir nehmen mit. Ja gut, ne? Yeah. Das muss schon ein moderner Elektromotor sein, das hier. Das hört man nicht. Scheint so. Hört man nicht, ne? Hört man das? Ne, das kann aber nicht bewusst sein. Weil zumindest das Wasser wird man dann hören, was hinten raus schumpert. Ich hab die Steuerung so gar nicht im Griff. Ich blick auch nicht durch. Hä, was ist das? Hallo. Ich dachte, du fährst Slalom. Parkour. Please go through. Guck mal, ich mal. Gutes das ist Wasserparkour. Ja, guck mal hier. Also, ich geb mir noch gerade was zu trinken. Hol mal einen Schnapp, was? Oder hast du noch? Schon noch ein Bierchen nicht hingefecht. Oh, ein Bierchen eingefecht. Okay. Hä, wie lenkt man jetzt? Right back. Ich blick nicht durch. Jetzt. Yes! Durchs Wohnzimmer gecruised. Oh, da ist ein Raum, da will ich rein. Kann ich aussteigen? Ja. Yay! Ja, siehst du eine Schere? Ja, wir haben nicht gecheatet in Spielen leicht. Also. Jetzt geht's aber los hier, ey. Da kann man nicht. Da will ich rein. Hä? Da muss man doch irgendwie reinkommen hier. Nüsse, Nacho Cheese. Nacho Cheese. Cheesy Nuts. Brief. Beth. Beth, wenn du das hier liest, bin ich erledigt. So fängt jeder gute Brief an. Ich hoffe, es war keiner von diesen Ska. Sondern irgendwie mit Ruhm und Ehre verbunden. Aber noch mehr hoffe ich, dass du weißt, wo wir die Drogen versteckt haben. Die Drogen. Der Code ist 70-12-64. Schaut, merkt ihr das bitte? Es ist nicht viel, aber mehr habe ich nicht. Ich will, dass du es nimmst. Mach's gut. Das ist doch mal eine Hinterlassenschaft, oder? Ne? Ah, dann schreib mal so auf, den brauchen wir gleich. Das sind Freunde. Da, 70-12-64. 70-12-64. Chat. Ah, guck mal, sind die voll. Guck mal hier. Oh, ja. Die sind sogar schneller als ich. Holy shit. Teamwork. Welcome back, Kosh. Hello, schön, dass ihr hier bist.
Was ist der denn? There you are. Das ist jetzt der Winkel, aus dem du das Ferris Wheel malst. Du warst schon gefühlt mal geil, 20 mal näher dran. Da hat aber Jesse zugeguckt. Die mag nicht malen, wenn Jesse zuguckt. Ich wusste doch, dass das hier irgendwie geht. Klonk. Huppala, hey. Sorry. Ja, nee. Das wird jetzt, hä? So machen. Ja, und jetzt? Kann man das hier? Tja. So. Ja. Was war da jetzt, wo du es gerade rausgezogen hast? Ja, unten ist so ein Raum, wo man drüber klettern kann. Links. Und rechts. Rechts. What? Da. Ach, sind die so doof. Sind die so doof. Okay. Where's this go? Ach, guck mal da. Hast du ein Auge? Zwei sogar. Wenn du Hühneraugen mitzählst, mehr so. Potenziell. Komm her! Gar nicht, doch nicht. Okay, jetzt yes. Aber. Ist eine schwedische Band. Heute sind wir nochmal ganz top weit oben, Alter. Ja. Ganze Woche an schlechten Witzen aufgespart. Wow. Heute ist nochmal richtig gut. Was geht denn eigentlich mit dem... Hast du die Nüssepackung schon mal aufgehabt eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, gut. Ich sag gerade, was zur Hölle ist mit der Verpackung? Das ist dieses Aluminium-Ding, was da eigentlich drauf ist. Und das guckt aus dem Deckel so halb raus. So, Chat, nichts schreiben. 70... 12 Pi. 17. Und 12 hier. 12. 64. Okay, let's go. Drogen. Das sind aber keine Drogen, das da. Sei denn, du wer kennt's nicht, wenn man die Schraube irgendwo reinknallt? Patronen. Für Androiden ist das bestimmt ziemlich geil. Mm, ja, Ein paar Schrauben klein gehackt, durch die Nase reingezogen. durch die obere Gesichtsbelüftungsmanufaktur. So. Alright. War schon nachgeladen. Nee. Aber das rutscht jetzt bestimmt nochmal runter. Oh. Warning. Moving gate can cause death or injury. Nö, bleibt oben. Cool. Made it. Das Ganze durchboten. Wenn ich das hier irgendwie goofy. Yeah. Genau so. Woo. We did it. Chad, we made it. Go. Ach was, wir brauchen keine Bootssteuerung. Ja, wer das nicht kann. So. Wir fahren nach Gehör. Ja. Kidding me? Was denn jetzt? Oh, der. Der Motor ist kaputt. Genau in dem Augenblick schießt einer auf uns gleich. Ja, 100 Punkte. Come on. Got it. Yes. Cruising down the street in my boat 4. Fix. Schönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Hier habe ich dich jetzt überlesen. Weiß ich auch nicht. Also habe ich ja nicht. Aber. Ist hier noch irgendwas? Schön, dass du deinen Weg zu uns gefunden hast. Wie geht's? Da. Ich bin da, aber ich weiß. Ja, fahr mal den Wasserfall hoch. Nee, da sind wir doch runtergekommen. Mensch. Hm.
Ja gut, hier? Ja, da geht's rein, aber ich will noch gucken, ob es irgendwo... Ja, so. Da, da geht's auch rein. Ah, ja, guck mal da. Oh. Ah, hier bremst du. Cool. Oh yeah. Ja, alles fit. Morgen versuche ich mich an Meteis. Schickst du mir ein paar Liter per Post? Das klingt nach einem Plan. Meteis, alter Verwalter. Zieh weg den Scheiß. Also Meteis, das kann ich mir noch echt gut vorstellen, ne? Wir haben noch Met, glaube ich. Zwar kein Eis, aber... Wie hast du das gemacht? Der T-Fix kann das. Der ist da eiskalt. Wir könnten an der Schrot oder am Revolver? Schrot haben wir echt viel Munition, ne? Verhältnismäßig viel, ja. Feuerrate, boah. Kapazitäten, ja, ja. Ja, das, ja. Feuerrate zu erhöhen? Nee, ich würde es erstmal alles lassen, ne? Ja, ist alles nicht so prickelnd irgendwie. Wir haben das Snipergewehr, haben wir schon irgendwie alles, was wir uns leisten können. Und mehr ist jetzt nicht. Oh, Ey, Schwuss. Und da war Salut. 8 und 1 und 5. Das sind fast 14 Schrauben, die wir gefunden haben. Aber nur fast. Jetzt können wir nochmal gucken. Was ist jetzt mit den Snacks, wo du erwähnt hast? Ja, die sind hier bei mir. Wow. Das ist da gut aufgehoben. Wow. Da liegen sie gut. Feinbogen, da bin ich immer dafür. Was haben wir noch hier? Einspanngeschwindigkeit, Rinde mit. Beil und Bogen. Zack, optimierter Bogen. Mechaniker! Trophäe erhalten. Wo ist die jetzt? Die Trophäe. Die wird bald geliefert. Achso. Yes! Yeah! Nice. Okay. Gut, wir könnten da durch, aber wir fahren da hinten durch. Oh, das ist sogar ihr eigenes Boot hier schon mit Lackierung. BLF. Richtig professionell unterwegs. Die. Da liegt doch safe noch was drauf, oder? Ey. Nö. Ach, Leute. Hier? Ja. Oh, nee. Ah, wäre aber cool. Ist gut gesehen, aber. Aber nee. Computer sagt nein. So, dann cruisen wir mal darin. Sneaky! Das war cool. The fuck? Mit der Bahn bin ich gefahren. Die führt direkt zur Space Needle. Hier führt die nicht sehr weit, wie man sieht. Ja, aber die führt da zur Space Needle. Aber die habe ich schon nicht einmal im Spiel gesehen. Vielleicht Space Needle die gar nicht mehr. Klingt wie die abgefahrenste Future-Droge überhaupt. Ja, hast du noch ein bisschen Space Needle am Start? Die Future-Droge. Guck mal, das hat Space Needle angerichtet. Ey. Ja, ich merk's. Wenn man zu viel davon nimmt, wachsen einem Pilze aus dem Arsch. Und nicht die leckeren. Selbst wenn die leckeren wären, ich würde es nicht lecker finden. Also köstliche Arschpilze, wenn sie gut angebraten sind. Hey, nice. Nicer Move. Ey, jetzt finden wir richtig Munition hier. Was ist denn los? Space Needle, das Ding von einem Alien. Stimmt. Wenn das so dünn und so spitz ist wie eine Nadel. Sind das neue? Das sind die Giftwichse, oder? Ja, stimmt. Falls irgendwelche Wolfs das lesen, warnt Isaac und die anderen. Die Gerüchte sind wahr da draußen, dass da ist ein neuer Infizierter. Sieht aus wie etwas, was schon zur Hälfte ein Bluater ist, dann aber einen Rückzieher gemacht hat. Hässliches Drecksvieh.
Vielleicht hat der ganze Regen in der Gegend eine Mutation verursacht. Keine Ahnung. Er war langsam, also konnte ich ihn leicht erledigen, aber als ich ihm mir näher anschauen wollte, sind alle Pusteln auf ihm explodiert. Meine ganze rechte Körperhälfte ist verbrannt, irgendeine Säure. Ach, Probleme in der Apokalypse. Säure und kein Geld. Ja, war ich fertig? Wenn ihr seht, dass so ein Ding in eure Richtung stolpert, haltet euch fern. Okay. Macht er einfach zu. Darauf erstmal eine Käsenuss. Die ist so knackig laut, ey. Ah, hier ist die knackig laut. Guck mal, ob du da hinten durchtauchen kannst unter dem Schild. Ah, ne. Nope. Ja. Gut. Ist auch mir okay. Es sah aus wie so ein Eingangsschild über einem. War es aber nicht. Warum ist das Boot so leise? Weil es ist von WLF und so mit Scheiße. Ich kann's nur. Nein! Ich will umdrehen! Ich glaube, ich habe Drogenpfeife gelesen. Haben wir jetzt wieder Scars? Oh no. Ich hau ab. Fuck this shit, I'm out. Nee, da war doch bestimmt noch irgendwo was, was man looten kann. Das Eis wird doch erst morgen gemacht und probiert. Also, so. Nee, das wusste ich nicht, ne? Hier war mal. Oh Gott. Ich wusste, ich habe was vergessen. Ja, so geht das nicht. Gehen doch hier nicht ganze Glasscheiben. Achievement unlocked, der weltprofessionellste Schleicher. Kann tatsächlich nur da rein und da waren wir schon. Mhm. Und da links, da vorne links jetzt hier? Ja, da sind wir ja rübergekommen. Ja, okay. Mhm. Okay, wir müssen da hinten lang. Da fehlen die Krokos im Wasser. Ich weiß nicht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden ohne Pilz-Zombie-Krokodile. Ja, Tiere hatten es noch nicht, gell? Ja. Schade eigentlich. Oh, so eine verseuchte Giraffe, die aus ihren Hörnern so Pilzsporen rausschießt. Ich könnte die nicht ernst nehmen, weil die Giraffen da auch immer die Zunge so raushängen, wenn die da so komisch guckst. Warum spannt denn Ellie schon den Bogen? Ist sie etwa angespannt? Die macht spannend. Sind hier Leute? Hallo. Okay, jetzt mal nochmal Fokus. Wir haben einen Pfeil, der muss raffiniert. Mhm. Ja, aber mindestens zwei Leute im Haus. Potenziell eher 5 bis 10. Da hinten am Feuer sehe ich jetzt mal keinen. Target spotted. 2 Stück. 3. Zum Ultrasum direkt nach vom Visier. 4. Hallo. Wie bei Star Wars, ey. Da bin ich beim. Welcher Teil, ich weiß gar nicht, wie welcher Teil das war, wo Luke Skywalker mit dem Fernglas guckt und steht so ein Wüstenräuber vor ihm. Okay. Utini! Ja. Ich bin so. Ewok war das. Ich bin so erschrocken. Utini! Ah, ich bin so gay. Ich bin so richtig am Abzug, aber dann wissen sie alle, wo ich bin, ne? Nö, dann weißt du. Ja, aber wir müssen eigentlich Munition sparen, oder? Oh,
die Diskussion haben wir seit Ewigkeiten. Schieß Leute rund. Leute, sollen wir mal hier snipen oder sollen wir leise vorgehen? Frag mal den Chat. Komm. Der Chat sagt immer, mach Randale. Ich sag das schon mal präventiv. Oh, Chat? Ellie, so kannst du dich nicht ducken. Das geht nicht gut aus. Ellie, nein. Das hat keinen Sinn mehr. Ja, killen werden wir wahrscheinlich eh alle, Vivi, aber ich meine, leise oder laut. Okay, schieß ihn ins Gesicht. Er will es. Und dann verpiss dich sofort. So, lass mal gucken. Das wäre deine Gelegenheit gewesen. Oder nimm... Warum ist er da draußen irgendwie? Naja, ich kann hier... Zack, zack. Ich muss dann gucken. Der hat mich wahrscheinlich da irgendwie sehr... Das wäre jetzt schießen mit dem an der Heli. Headshot! Ihr wisst nicht, wo ich bin. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Ja, hast du mich nachher gepfiff, hä? Weh. Deinen Catcalling-Scheiß kannst du zu Hause machen, ne? So nett, Freunde. Ihr werdet durch den so Wichser weggesniped. Komm mal hier, ins leere Geschoss. Oder auch nicht. Ui, der war blöd, der war ganz blöd. Der war noch blöder. Jetzt wird's aber peinlich. Nein, dann. Treff doch einfach. Okay, der hat mich gespottet. Oh! Der nicht, glaube ich, oder? Doch. Du brauchst entweder mehr oder weniger Bier, aber die aktuelle Menge, die funktioniert nicht mit deinen Zielfertigkeiten. Hey, doch, ey, komm! Leute! Also wie du zu Beginn des Ziels gespielt hast, ja, zu Beginn des Spiels gezielt hast und jetzt... Ja. Ich hab Bier weggeext. Guck mal weiter. Ich pfeif. Pfeifst du auch? Süßkartoffelchips oder Schokobons? Ich frag mich, warum oder? Scour the area. Oh, siehst du? Ja. Das ist eine gute Menge Bier. Schrockolat. So, die haben mal gut platt gemacht, Chat. Okay, da haben wir eigentlich ganz so viel Munition verbraucht. Zwei Schüsse, die in den Nebel gingen. Meine Schuld. Diese zwei Kugeln musste er aus seinem eigenen Schweiß und Blut wieder zusammenbauen. Unter mir finden sie einfach random in dieser Quatsch. Welt. Nimm Dartpfeile mit. Machst du einen Dartpfeil an deinen Bogen, an deinen Pfeil? Triple 20. Ne, mach Bullseye. Triple 20 ist besser. Ist richtig. Ich mach aber nichts da. Und der Pfeil ist im Arsch, jawohl. Mehr Zielwasser. War es die Aktion wert? Auf jeden Fall. Haben wir jetzt rausgelernt? Nope. Doch, dass Dart eine coole Sportart ist und Ellie ganz okay da drin ist, wenn man es mit Pfeil und Bogen macht. True story. Und unser nächster Contenter Alice von Schmingdingsen. Sie hat. So heißt sie mit Nachnamen jetzt. Also nicht Ellie, sie hat Alice. Und mit Nachnamen heißt sie Schmindington. Alice Schmindington. Ja. Sie hat die Regeln des Darts etwas über die Stränge schlagen lassen und tritt nicht mit normalen Dartpfeilen an, wie unsere anderen Mitstreiter, sondern mit Pfeil und Bogen. The fuck? Das war draußen. Sicher? Traut's mal gerade Babyschreie und nicht so. Leute, habt ihr auch einen Babyschrei gehört? Wenn ja, machen wir das Spiel direkt aus. Nee. Dann nehmen wir nämlich notfalls. Alter, das ist so ein. Doch, bitte. Das Baby zum mir. Oh. Oh. Die voll mit der Brechstange weggezimmert. Die ekelhaften Springbabys aus Forest, bitte. Ich freue mich schon drüber, ne? Alles gut, okay. Hey, Anonym, Servus. Oh, oh. Gnorwind, hallo. Hello, darkness, my old friend. Sneak that shit. Letzte machen wir dann leise. Oh.
liegt ein Pfeil. Pfeil! Yes. Okay. Right. Gut, dann looten wir mal. Was haben wir hier Schönes? Oh, das Gewitter vom Jule ist jetzt auch hier im Spiel angekommen. Oh no. Shit. Jules! Was steht da? Oh. Oh. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack. Mikrofon, ich kann's aber hören. Schnick, schnack, schnuck. Ach jo, komm, ich hab Papier, wickelt Finger. Das ist der Laserstab der Zerstörung. Das ist ein Laserschwert. Das ist Spockfinger oder was? Ne? Ja, na klar. Wenn einer Spockfinger hat, dann bist du das. Okay. Spockfinger hat, okay. Jules. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Wir waren klatschnass, durchgefroren und hungrig, als wir ihr Lager erreichten. Eine Seraphitenfrau hat sich uns gekümmert. Was ist denn das? Kennt nur ich das nicht, oder? Eine Seraphitenfrau, hallo? Leute. Okay. Gekümmert. Warmes Essen, Decken. Sie strahlte Liebe aus. Sie hatte mich so behandelt, als würde sie dazugehören. Ihr Name war Karen. Der Plan war, am nächsten Morgen mit ihrem Boot nach Haven zu fahren. Dann fielen Schüsse. Karens Kopf explodiert. Oh shit. Ihr Blut war überall. Wir liefen auseinander. Was sind die für Namen? Zachary wurde angeschossen. Es waren unsere Leute. Zwei Wolves. Sie gingen direkt an mir vorbei. Sie dachten wohl, ich wäre ihr Gefangene. Mhm. Und dann ist irgendwas mit... Was? Dann ist irgendwas in mir zerbrochen. Ich zog meine Pistole und schoss ihn von hinten in den Kopf. Zachary ist zäh. Er wird durchkommen. Wir beerdigten Karen und sprachen ein Gebet für sie. Also süß hier. Zachary gab mir einen neuen Namen. Emmett. Er sagt, das bedeutet Wahrheit. Ich habe mir den Kopf geschoren und mein Gesicht zerschnitten. Warum? Er hat mir einen neuen Namen gegeben. Er nannte mich Omelette. Jules, ich frage mich, ob du mich überhaupt wiedererkennen würdest, Emmett. Omelette. Warum? Okay. Random, passiert aber öfters mal. Ich bekomme auch öfters mal neue Namen. Ja, ja, Plan, sonst zerschneidet mir das Gesicht. Okay. Marita. Jo. Oh, die Nüsse sind sau schlimm, ey. Die sind richtig geil. Ja, und deswegen kommen sie auch jetzt hier rüber, ne? Merke ich gerade mal so. Ich will dir mal eins geben und dann ploppt es mir in den Mund aus Versehen. Oh no. Jule, dein Gewitter hier ist echt schrecklich. Ach, das ist wahrscheinlich Karen. Karen? Oh no. Sorry. Oh. Die Chef-Tante von denen. Das ist die Chef-Tante von den Scars, oder? Echt? Ich dachte, das wäre jetzt ein Gemälde für die Karen, die da alles gegeben hat. Das kann ja auch sein, oder? Aber das kann auch natürlich. Wer war Karen? Ah, ja, haben wir doch gerade vorgelesen, die, wo sich um die gekümmert hat. Hab nicht zugehört. Ich muss Chat lesen und Nüsse essen. Das ist wichtig. Ich denke, es war eher das Zweite, was sich abgelenkt hat. Nüsse? Mhm. Die Feelings-Tante, feel the love, hätte ich auch gesagt. Ja, okay, dann bin ich halt nur ganz lost, ist okay. Weiß aber auch nicht. Vielleicht ist das auch die Tante. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ja, keine Sünde, aber dann wäre sie ja tot. War die tot? Ich pass auf, manchmal. Und trinken nicht vergessen, ich bin dabei. Oh, ich knusper voll ins Mikro rein. Zum Glück ist es einfacher, den Kopf vom Mikro wegzuziehen, statt einfach das Mikrofon von das ist das, jetzt ist perfekt eingestellt. Okay. Ich habe jetzt so viel Power auf dem Mikro, wenn ich mit dem Mund ans Mikro rangehe, klingt das super scheiße. Wobei müsste es noch gehen, wenn ich super leise rede. Aber es muss trotzdem schon scheiße klingen. Kann deine Stimme jemals scheiße klingen? Nein, meine Stimme klingt immer wie ein
Schokoladen, eine Schokoladendusche an einem frischen Herbstmorgen. Der Kermit, da ist er. Applaus, Applaus, Applaus. Ja, wir sind voll in dem Spiel drin. Es passiert dir nichts. Du schießt den Leuten ins Gesicht und findest einzelne Kugeln. die suchen und, nach den Kugeln. Und Briefe, wo beschrieben werden, dass sich Leute abschießen und einzelne Kugeln finden. So. Also, hier drin war schon mal nichts. Das finde ich komisch. Ich dachte, hier geht's weiter. Nee, jetzt haben wir noch festgestellt. Nee, ist okay, hast recht. Müssen wir nochmal mit dem Boot weiterfahren? Ich weiß es nicht. Das ist die Frage, wo war nicht mit dem Boot? Ja. Everybody look at me, I'm on a motherfucking boat. Was nicht mit T-Pain oder so? Mit seiner komischen Stimme, Alter. Lil Wayne war das doch, oder? Lil Wayne oder T-Pain war das? Chat, wer hat zusammen mit Lonely Island den Boat-Song gemacht? I'm on a boat. I'm on a boat. Mit dem super krassen Auto-Tune noch immer auf der Stimme. Frosch, mir wäre nicht mal aufgefallen, dass du geschrieben hast, ich nag Kermit. Aber vielleicht magst du einfach Froschschenkel und ich nage an Kermit. Wie abgefahren ist eigentlich, dass Menschen Froschschenkel essen? Hast du mal drüber nachgedacht? Nee, warum ist das abartig? Ja, wenn du erstens mal ungefähr 15 Frosche killen musst, um dann irgendwie auch nur eine halbe Mahlzeit zu bekommen. Zweitens sind es verdammte Frösche. Du guckst dir nicht so ein Ding an und denkst dir, lecker, Frosch, grün und schleimig. Glaub ich, schmecken. Wir essen so viel komisches Zeug, von daher. Aber Frösche? Nope. Vielleicht da raus? So, Nick, wo du eben warst. Und dann aber Richtung Ausgang werfen, vielleicht? Ne, war kein Sinn, oder? Muss ich wirklich da runter? Schmecken wie Hühnchen. Weil dann hätte ich jetzt. Dann gehen wir nach hinten. Pass mal auf. Glaube ich jetzt weniger, aber. Ne. Bye, Seil. Ne, nimm's mal nochmal. Das ist jetzt. Wir machen folgendes: Stell ich mal unter das Fenster. Mhm. Und schmeiß mal Richtung Tür. Ne. Genau. Und werf mal so. So, und jetzt könntest du da runterklettern, theoretisch. Guck mal da. Ah ja, Brain. Oder kannst hochklettern. Ich wusste gar nicht, wo es hingeht, aber. Ja. Yeah. Oh. Munition. In Frankreich ist das eine Delikatesse. Ja, Franzosen sind ja auch. Französisch. Franzosen. Ja, wieder mal so ein Gewehr findest und ein Gewehr ist dann eine Kugel. Das war der Sniper? Ne, da ist hier Dings hin. Zu mir gar nicht hin. The Tail. Ui, da können wir. It's rein. Fucking glorious. Misha. Der Misha. Oh, nicht. Misha. Ich habe gehört, dass du mein Ersatz bist. Hier also noch ein paar Hinweise zu diesem Nest. 1. Die Scars sind listige kleine Wichser. Achte nicht nur auf die Straße, sondern auch auf die Dächer. Oh, das sind so Assassin's Creed Motherficker. Sie haben ihre eigenen Scharfschützen. Lass die Infizierten am Leben. Wenn die Scars rüber wollen, haben sie die am Hals. Knall sie ab. Sobald sie ihre Position preisgeben, ich habe 2 dieser Kultisten erledigt und sehe gerade dabei zu, wie die Infizierten sie verschlingen. Ein schöner Einblick. Und denk daran, lass dich nicht in die Enge treiben. Dein Überleben sei lang und dein Tod sei schnell. Beck. Nachtisch. So. Sense the door, I'm a loser, baby. So why don't you kill me?
War doch Beck, oder? War das von Beck? Nee. Aber geht's hier nicht weiter jetzt? Ich glaube, das hier war Bonus. Du musst ja, glaube ich, wieder nach oben. Und dann auf dem Dach weiter. Mhm. Nicht wirklich. Kannst du machen. Ja, beim. Ne? Ah ja, schön. Die Jacke verbunden. Ach, Ellie. Jens! Einen schönen guten Abend. Wie geht's? Wie steht's? Schön, dass du reinschaust. Ich glaube, das Seil hing schon richtig, oder? Ja, klar, um hier rüberzukommen. Haben wir jetzt aber gemacht. Wo willst du jetzt hin? Runter. Achso. Geht das nicht? Achso, ich hätte ja auch so runterklettern können, aber der ist recht. Ist auch richtig. Oh mein Gott, ja. Geht das jetzt? Wie ging das mit? Also, R1 gedrückt halten, glaube ich. Yeah. Und dann, ja. Dann swingen. Lass mal abchecken, wo wir hin müssen. Da war mal drin. Da ging's. Oh, da muss es weiter. Ah, da geht's noch hoch. Wie abgefahren ist es bitte, dass Menschen Kugelfisch essen? Ich meine, die sind tödlich giftig und Menschen haben so lange ausprobiert, was einem Kugelfisch essbar ist, dass sie den zubereiten könnten. Like, what the fuck? Überleg mal, was wir alles wissen, was essbar und verträglich und gesund ist und wie viele Menschen gestorben sind, einfach nur um genau das rauszufinden. Das ist beim Kugelfisch natürlich am extremsten, aber das ist bei vielen Dingen so. Überleg mal, wie Leute auf die Idee gekommen sind, irgendwie so simple Dinge zu machen, wie Brot zu backen oder so. Ne? Da müssen ja auch etliche tausend Fehlversuche und vielleicht auch giftiges Zeug bei rumkommen. Oder ganz extrem ist es, da gibt es auch eine coole Dokumentation drüber auf YouTube oder mehrere wahrscheinlich auch, wie früher Milch konsumiert wurde. Also bevor Milch pasteurisiert wurde, war die für den Körper eigentlich fast gar nicht verträglich. Kuhmilch. Unser Körper ist nicht dazu gemacht, Kuhmilch zu trinken. Und selbst die pasteurisierte Milch, die meisten von uns reagieren immer noch relativ heftig darauf. Aber wir haben uns irgendwie dran gewöhnt und dann gibt es halt die Menschen, die sehr stark laktoseintolerant sind, wie mich zum Beispiel, die reagieren dann relativ stark drauf. Aber unser Körper und unser Verdauungssystem ist nicht okay. Ja, gut. Yeah, es geglitscht. Yay! Yeah. Speedrun Strats. Ich glaube, du hättest mal ein Boot rüberfahren sollen. Jo, das ist mir zu laut, das Boot. Let's sneak that shit. Wenn du das gesoftlockt hast, herzlichen Glückwunsch. Aber ja. Oh no. Ja, nice. Oh no. Badabam, badam, bam. Okay. Oh no. Das kannst du wohl einschlagen, Mister. Man kann Wasser nicht schlagen. Doch. Ha! Naughty Dog Shop deinen Backbar gleich gefunden. Oder einen potenziellen Softlock. Wobei. Jo, Flasche ist voll. Was haben wir hier? Lieber Flasche voll als Flasche leer. Ja, Drogen. Oh, da können wir eigentlich auch mal nur gucken, ne? 150 haben wir? Da haben wir alles schon direkt. Aber du kannst dich weiter nach rechts jetzt, ne? Ich glaube, das war unser letztes, unser letzter Baum, das da. Tatsächlich. Wie lange haben wir schon gespielt? Wir hatten bisher 3 Sessions. Ungefähr. Die Spielsession war jeweils ungefähr 7 Stunden lang. Ja, mach einfach mal alles Mögliche, ne? Fuck it. Da ist in Ordnung. Das Ganze rechnen ungefähr 3x7. Und ist schwer zu sagen, wie weit wir sind. Was ich gut finde. Yay!
Applaus, Applaus, Applaus! Eine Runde Kicker noch, ne? Geht leider nicht. Und dann kommt Abby irgendwo aus der Ecke raus. Hey, lass uns diesen Zwist in einer Runde Kicker aus dem Weg räumen. Of course. Would have been too easy. Geht's denn nicht weiter, Ellie? Nö. Nö. Da hoch. Ja. Und dann muss er das Ding wahrscheinlich aufmachen und dann mit einem Boot, das nicht da ist, weiterfahren. Was aber gut sein kann, das müssen wir gleich mal ausprobieren. Falls wir wirklich das Boot brauchen, theoretisch, dass du gleich mal den letzten Safe neu ladest, den letzten Safe, den letzten Quick Save. Manchmal spawnt das Spiel dann automatisch wichtige Elemente wie das Boot zum Beispiel dann wieder bei High bei dir. Oh. Wo könnte ich Suizid begehen? Am besten auf dem Air-Hockey-Tisch. Das wird Leuten ganz große Fragen stellen lassen. Was ist denn das für ein... Das Pixel Joel. Oder das irgendwer, irgendein Pixelmensch. Plum. Im Einsatz. Oh, wir haben alle... Mann, ist das Samurai, irgendein Samurai-Mensch. Wir haben alle Dinger wahrscheinlich. Nee, was waren das jetzt? Ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, wir haben alle... Ich bin gerade so erschrocken. Ich habe gedacht, das Ding da wäre angegangen. Mina! Vielen Dank für den Host! Hallo! Schreck mich mal nicht so! Du so schreckhaft bist? Ich hab gedacht, der Automat ist doch jetzt angegangen, ich könnte dort tanzen und so. Der ja! DDR mit dem Namaste-Song. Ich hab das gar nicht realisiert am Anfang. Hallo! Mina, wie geht's dir? Vielen herzlichen Dank für den Raid. Einen wunderschönen guten Abend! Was macht das Werdebefinden? Wie war dein Stream? Bist du mit allen Kingdom Hearts inzwischen durch? Ach, bestimmt, oder? Oh shit! Och nö! Ich hab aber ganz künftig ausgegangen. Och nö! Om nom nom nom! Ich guck mich mal hin. Wer bist du dann? Das ist der. Kannst du eine Bombe vielleicht auf den Boden legen und ihn reinlaufen lassen? Ich weiß nicht, wo er ist. Da ist er. Hallo! Oder so. Oder du kannst ihn einfach mit der Schrotflinte abballern. Oder auch nicht. Macht dir einen Schaden. Holla, Lotferien. Geht mit dem ab. Ja. Oh ne, der hätte ihn weggeholt. Wer war das jetzt? Ah, das sind noch mehr. Was sind denn? Ich hänge fest. Das sind Scars wahrscheinlich, weil die jedem erzählt haben, dass die Scars nicht an, das sind Runner. Nevermind! Ich dachte, es wären Menschen. Da sind Infizierte. Was hast du halt hinten? Beide explodiert, ich kriege ganz gut, wenn du so nicht dicht bei der legst. Was geht mit dem Vieh? Oh, das überlebt, weil wegen dem Trade von eben, den wir gekauft haben. Nein! Irgendwie ist sein Unterkörper weggeflogen, bevor er weggeflogen ist. Sag mal. Jetzt mit der einen Kugel. Bam. Leute, das haben wir ganz gut hingekriegt, oder? Einen guten Abend euch. Haben Excover geschaut. Und das kenne ich gar nicht. Erstmal alles. Mit Birth, Terror, fast alles eingesammelt. Nice. Birth, meint mit Birth by Sleep? Ich blick Kingdom Hearts nicht. Ich verstehe das nicht. Aber wenn du sagst, du machst guten Fortschritt, dann glaube ich dir das. Oh yeah. Ja? Okay. Kingdom Hearts ist sowas, das musst du studiert haben. Um auch nur grob zu verstehen, was in der Story passiert. Und es geht um fucking Disney-Charaktere. Wie kann man
mit Disney-Charakteren so ein kompliziertes Spiel aufbauen. Mina liebt Kingdom Hearts. Siehst du, dann ist das für dich wahrscheinlich eher, wie sagt man, eingängig? Kannst du mir ja mal so einen vierstündigen Abriss geben, was in der Story alles passiert? Ich sitze schon wieder auf dem Trockenen, ey. So, haben wir jetzt mal hier nur geladen, oder? Drei Schuss, jawohl. Das war ja relativ easy eigentlich, ne? Haben wir ganz gut hingekriegt. Aber gut, weil wir auch echt viel Munition aufgehoben haben, alles. Das war das Gute und vor allem auch die Bomben. Die Bomben. Die Bomben, das war. Die haben wir aber noch gar nicht geupgradet, glaube ich, oder? Die kann doch, man doch, da habe ich, glaube ich. Okay. Da müssen wir gleich mal gucken. Und wie geht's dem Traverso? Fragt Mina. Sehr beschäftigt gerade. Mir geht's soweit gut. Ja, mir geht's gut. Mir geht es gut, mir geht es sehr, sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren. Mir geht es gut, mir geht es sehr, sehr gut. Ich will nichts machen, außer das hier. Ich weiß nicht, wie der Text geht von dem Song. Welcher Song war das? Ich glaube, mir geht's gut, von 1-2. Ich will nichts anderes tun, als das hier in Bestform und erfüll mal wieder mit links die Testnorm oder sowas in der Richtung. Ein Oldschool 1-2 ist richtig cool. Also, deutscher Hip-Hop. Klar gibt's die Fanta 4 und Fettes Brot Fraktion, aber auch so 90er, die halt wirklich ernsten Hip-Hop gemacht haben oder halt Hip-Hop, die aus Hip-Hop Gründen, so Sammy Deluxe, nee, Dynamite Deluxe, die haben ja nur ein Album gemacht. Und das alte Zeug von 1-2, richtig gut. Excuse, guter Scheiß. Kann sowas passieren? Ihr braucht eine Bedienung? Achso, dass wir auf dem Trockenen sitzen, ich weiß. Ja, Kosch, magst du vorbeikommen und uns mit Getränken bedienen, wenn wir hier zocken? Boah, da wären Träumchen, ich sag's. Da wären Träumchen. Steam, wenn wir gerade irgendwas sagen. Steam! The fuck? Lol. Okay. Nein. Alright, jetzt kann ich hier. Finally. Das hat das gekriegt. Jetzt kannst du das Gitter aufmachen und mit deinem Boot durchfahren. Ja, das ist Boot, da war was. Ist aber immer noch zu irgendwie. Achso, okay. Kommt eine Welle. Oh, da kann man nicht schwimmen. Ist das die perfekte Welle? Oh no, ich seh's kommen. Wir kommen nicht weiter. Bam, 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 bam. Take me down to my on the river. I need to come down. I need to come down. Take me down to my. Das war's wohl. On the river. Lassen wir das Projekt hier ab. Ja, das reicht für heute, ne? War echt cool. Das war jetzt der letzte Endboss eigentlich, der Bloater, ne? Ja. Haben durchgespielt. Nice! So, ich dann stimmt, Tommy. Geht's nächste Woche weiter. Oh Gott. Benz, einen schönen guten Abend. Wie geht's? Oh ja, kommt sich mal nicht mal mehr zurück. Cool. Softlock! Cool. Mach mal, ja, genau. Das müsste das Boot wieder neu spawnen. Wenn nicht, Naughty Dog, what the fuck? Dreh ich mal um. Hey! Yay. Told ya! Okay, Naughty Dog. Okay. Ihr habt grundlegende Softlock Prevention in eure Spiele eingebaut. Die sind gute Jungs. Doch, erstmal ein Bierchen. Ich geh mal eins holen. Ich geh mal einen Cider holen. Die sind noch nicht kalt, glaube ich. Shit. Das Bier ist auch kalt. Das da lag schon seit letzter Woche im Kühlschrank. War kalt. Richtig, und das Cider jetzt seit einer Stunde, zwei.
Dann ist es auch kalt. Ich weiß nicht, was. Hä? Aber nicht kalt genug. Ach, jo. Almost there. Ich hab die Steuerung nicht raus. Ja gut, da hinten ist auch der See an Seattle, das wie die Strömung, aber das macht ja irgendwie keinen Sinn. Warum ist hier überhaupt so viel Wasser? Ist ja nicht so, dass nur weil die Zombie-Apokalypse ist, dass dann die Seen höher werden und so zu. Apopapöpö. Oh, Welle! Spielt auf dem Meer. Endet auf dem Meer. Hier war ich. Da hinten. Ist mir jetzt gleich eigentlich Space Needle sehen, aber das Spiel lässt uns bestimmt nicht dahin fahren, ne? Dass es da ist. So, jetzt fliegen wir hier ans Pier 48. Was ist da? Das ist so gemein. Gib mich hier voll auf den Zug. Also, ich hab noch salzige Nüsse am Start, wenn du magst. Oder magst du lieber käsige Nüsse? Mhm. Ellie, komm schnell raus hier. Oh Gott. Oh Gott. Was ist cool. Das sieht man Olympia? Nee, ne, ist nicht animiert. Schade. Also so ein. So ein. Ab und zu so ein Mixery ist schon sauerfrischend, ey. True. Mixery. Der Durstlöscher. Ja, da war ich auch drin. Das ist das eigentliche SeaWorld. Wie heißt es hier? Seattle. B-World. Der Vorgänger. Ey, ich bin so gespannt, wie es da drin aussieht. Bisher sehr detailliert. Muss man echt sagen, also Hut ab. Ja, ich auch nicht, Shodulu. Aber so einmal okay. Im halben Jahr hey, habe ich richtig Bock auf Mixery. Ich bevorzuge auch eigentlich Oettinger Cola Bier, ist richtig gut. Oetti allgemein ist sehr, sehr gut und Preis-Leistung ist top. Oettinger Malzbier ist das beste Malzbier, das es gibt. Fight me. Diesel. Coca-Cola-Bier. Werner wieder dabei. Das in Deutschland ist echt komische Namen für Getränke und Speisen gibt. Diesel, Totte Oma, Mischbier, Schüttelbier. Ich würde gerne. Wobei, Mischbier ist was ganz anderes, fällt mir gerade ein. Ist aber voll Löschzwerge. Löschzwerg ist mega. Ist auch cool. Mischbier ist geil. Das ist Malzbier mit normalem Bier gemischt. So ähnlich wie Cola-Bier. Ist richtig lecker. Das ist alles zu hier. Plörbräu. Mit Plörbräu ist der Tag im Arsch. Ey, das, guck mal, hey Leute, das ist Qualität, ne? Die Apokalypse ist jetzt schon mehrere Jahre am Laufen.
Die ganze Stadt ist verwüstet. Hier ist der brutalste Sturm. Aber die Sonnensegel. Also. Die Sonnensegel machen ihren Job. Aber die Schnecke ist auch noch voll happy, ne? Ja, ja, ne? Die hat auch noch hier. Hallo! Mir geht's gut. Ich stelle mir gerade den kleinen Kerl, den kleinen Jungen auf dem Spielplatz vor, wie er von dem Ding runterfällt. Video. Joe und ich haben ein Meme-Video seit Jahren. Das haben wir schon mal gezeigt. Im schon ein paar Mal wahrscheinlich. Es ist einfach zu wild. Wenn er mich daran erinnert, zeige ich es nach dem Stream oder nach dem. Nach der. Life is Strange Passage. Die Kamera so verzögert runtergeht. Aber jetzt muss ich es zeigen. Jetzt hast du so. Ja, ich mach Stopp. Mach ich weiter, ich brauche ein Sekündchen, wie ich das gefunden habe. Entschuldigung. Da ist es. Ich mach Stopp. Moment. Stopp. Oh. Moment, er sieht noch nichts. Das ist schwierig mit der. Mit dem einen Bildschirm-Setup ist das schwierig. Ja! Moment, halt mal kurz. Oh, es ist so. Oh. Sorry, Chat, ich brauche ein bisschen. Ich hab nur so eine Gümmel-Tastatur vor mir rumliegen. Weiß nicht genau, was ist. Das Video ist so dumm lustig. Wir haben das tausendmal geguckt. Da einfach nur zwei Kids auf dem Spielplatz. Ach, das ist so lustig. Warum ist das so witzig? Das ist eigentlich nicht. Ich hab auch den Gesichtsausdruck von dem Kind, wenn es gerade merkt, dass es fällt. Warte. Moment. Der Erste macht so, ja, yeah, ich kann da, ich rutsche runter. Dieses Lachen, wenn es so besteht. Pass auf. Das ist der Augenblick so, oh oh, I made a mistake. Und dann so, oh oh, God, oh. Für mich. Vater des Jahres oder Mutter des Jahres. Keine Reaktion, die Kamera wackelt kein Stück. Und also langsam runtergepannt. Mega. Ah, ich liebe das Video. Und der Award für das beste YouTube-Video geht an. Merci. Gute Nacht, Anchor Queen. Schlaf schön. Danke fürs Reinschauen. Der Kleine ist doch high. Wer weiß? So ein bisschen hip sich durch die Nase reingezogen vorher. Gute alte Babybrei. Ja. Here we go. Oh, wir gehen rein. Alter. Fische. Also dieser Hai. Der war nicht. Aber die Becken hier. Chat, wir sind in Animal Crossing. 1:1. Ohne Witz, das war. Mega. Was Blathers? Ist jetzt nicht 1:1, aber schon saugut nachgemacht. Wenn am Anfang noch mein Eingang dieses riesen Aquarium ist, dann sind sie sehr original unterwegs. Fuck, das Mikro ist so laut. Das nimmt sämtliches Geknatsche von mir auf. Sorry. An die Sackgasse kann ich mich auch noch erinnern. Ich muss zum Anfang. Mach mal Licht an, vielleicht ist er ein Meer.
Ja. Hours of operation. Boah. Ob die Luft hier unten so geil ist. Ellie atmet schon so schwer. Schlag's ein. Ja, das so. Finde ich jetzt. Das ist hier nicht aufgegangen, genau. Da geht's wohl nur wieder raus, ne? Sag mal. Was klatscht bei mir? Hat's geklatscht? Weiß es nicht mehr. Hab nicht aufgepasst. Gleich klatsche dir, aber kein Beifall. Hm. Ja, jetzt sind wir unten. Ach, ach. Ich bin ein Fisch. Blub, blub. Da ist ein Running Gag, Bianca. Man ist quasi dazu verpflichtet, das zu sagen. Was denn? Gleich klatscht, aber kein Beifall. Das ist der dümmste Spruch, den man irgendwie machen kann, aber. T-Shirt. What is all this stuff? Du freust dich? Ich drohe der Gewalt an. Ne? Wie du freust dich? Auf Emotionen zu haben. Wir haben in diesem Haushalt keine Emotionen. Außer puren Hass und reine. Naja, okay. Ist das der Gang? Wir sind ja jetzt im Gehege. Ah, hier waren die Robben. Hä? Im Gehege? Nimmt man das im Aquarium? Ja, ist. Hat er gerade Gehege gesagt oder Gelage, Chat? Nur Gelage. So eine übliche Stimmung. Oh Mann, oh Mann. Die Atmosphäre ist schon geil, ja, absolut. Finde ich auch. Entschuldigung. Da wollen wir hin, ne? Ja. Fuck, sorry. Kann ich hin? Kann ich das Gelage cool dann umgehen? Ich glaube. Keine Reaktion? Shit. Fuck that. Ich will jetzt Gelage machen, Schatz. Where the fuck are you? Mein Bier ist leer. Holy. Das war die ehrlichste Reaktion, die ich je gesehen habe. Kaputt. Das ist aber zu gut. Oh nee, das ist wirklich. Gut. Da kann man doch bestimmt eine Scheibe einschlagen. Nee, geht nicht. Ach, guck mal hier. Offensichtlicher geht's nicht. Sag mal, Bart, lass mich mal Gelage machen. Ich darf nicht. Haltet.
Oh, oh. Jesus Christ. Oh no, irgendwas muss er jetzt hier sehen. Jesus. Ich spam den Chat zu. Oh, Bugger! Oh, nee! Oh, fork! Gib mir Leckerli! Nee! Auch ein Leckerli. In den Hals. Er war so flauschig. Stupid Dog. Ich hab doch gerade den fucking Cooler ausgeschaltet, du Kack. Kack. Nicht fluchen, sonst wäre ich gebannt. Fick Arsch. Pimmelpups. Der klassische Pimmelpups, Leute. Nicht lustig. Pimmel, ganz ernstes Thema. Das ist ein ganz ernstes Thema. Oh, Jule gleich bester Mod. Oh, nee, das richtig? Sind ganz viele Clips. Das kann nichts Gutes sein. Ich will nicht sagen, dass Jule der beste Bot aufgrund von mangelnder Konkurrenz ist. Fick dich. Ich darf, warum darf ich jetzt nicht? Sollen wir gleich mal die Clips abchecken, damit ich sie nach mir habe? Nein. Hier ist gar kein Loot. Hä? Es geht einfach nicht, es ist kaputt. Ich darf kein. Sorry, Chat, es gibt kein Gelage, der Bot lässt mich nicht. Das ist mal ganz klar, wer hier im Chat die Hosen anhat. Aber hallo. Owen! Owen! Der war ein Firefly. Really? Ja, klar, das wusste man ja. Ja. Ist hier alles zugesperrt, das nervt. Oh. Ruf mal Naughty Dog an. Das Lüftungsrohr durch die Wand ist hier nicht verbunden mit diesem Lüftungsrohr. Na, Naughty Dog. Schlimm aus. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich hab mich verirrt hier unten. Das ist verschlossen. Ich meinte nicht Jule mit der Hose anhaben, ich meinte den Bot. Jule ist Streamerin, die hat keine Beine. Wie soll die Hosen anhaben? Jule, hast du keine Hose an? Oh, oh. Wie denn? Oh, Streamer haben keine Beine. Oh. Nee. Gut, CGI-Beine, das geht. Manchmal kann man die so einblenden lassen. Yay. Aber ich bin gerade hier so lost, Leute. Da geht's wahrscheinlich raus, ne? Oh, wir haben 12 Schuss, was geht? Ah ja. Gedämpfte Stimmen. Aber das kann doch nicht sein, dass man jetzt hier nicht reinkommt. Schieß ein! Spreng's oh. Auf! Oh. 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 Aber ich kann da nicht hoch. Ich bräuchte ein Seil. Du könntest unmöglich die 20 Klapptische, die da rumstehen, irgendwie ab. Was mit dem Fenster da rechts? Vor dir. Kannst du da durch? Shit. Links? Links? Da hoch? Nee. Komm, werf's ein mit dem Stein. Naja, nee, ist recht, okay. Hä? Hier geht auch nichts, ne? Hm. Das. Mich her. Naja, komm, Leute. Dann ist es so. Ah, warte. Gedämpfte Stimmen. Da haben wir noch alles nach. Hier, was du hast. Okay.
people don't come back from that island. So sneaky. Abby risked her life for you. She chose this. I'm not fucking going there. Then don't. Das Owen. Go back. Oh, und das ist die wahrscheinlich, wo schwanger ist. Fuck you. Hands up. Sorry. Where's Abby? You're that girl from Jackson. Tell me where she went. How do we know you won't kill us? Yep. Give her what she wants and we're dead. You guys can survive this. I just need her. Bullshit. You. Come here. Fucking get over here! Point to where she is on this map. And then you. It better fucking match up. Sie hat gelernt. Mm-hmm. What are you doing? She's probably dead anyway. It is not worth it. Stop! We can talk about it. Back the fuck up! Schon mal ins Knie schießen, zum Beispiel. So viel Munition haben wir nicht. Doch, 12 Schuss. Point to where she is. Fucking point! Oh, Ellie, so dumm. Zack. Ich will nichts machen. Jetzt. Oh, Mädchen. Den Hals hinhält, ey. Wir verlieren, Mädchen. Sorry, aber. Ja, das hätte man auch gescheiter machen können. Sie hat ein Messer im Hals. Ich glaube, die Gefahr, die von hier ausgeht. Tell me where Abby is. Fuck is she? Unverständlich. Good. Good job, Ellie. Good fucking job. Zwei weniger. Drei. Jo, das ist die, wo schwanger war. Well. Let's go. Aber ganz ernsthaft, so viele Leute, wie die umgebracht hat, macht jetzt ein Baby auch nicht mehr. Weißt du? Der hat schon bestimmt ja, 50 Leute inzwischen. Das Ding ist, man hat ein Video am Anfang gesehen, dass die war dagegen, dass die Joel umbringen. Die hat sich die ganze Zeit vorgestellt und war die ganze Zeit, die hat weggeguckt und die wollte es nicht. Sie war noch so die harmloseste von allen. Ja, das hat aber Owen quasi die Situation verkackt, ne? Sicher. Nur das, glaube ich, Ellie gerade realisiert. Mini-Fruchteis. Oh. Ihr habt Tommy gefunden, der könnte jetzt abhauen. Also aber wenn du jetzt keinen guten Grund hast, zu sagen, okay, vielleicht haben wir es übertrieben, vielleicht machen wir jetzt mal halblang, gehen nach Hause, weißt du was, dann bist du auch nicht mehr zu retten, Tante. Du könntest jetzt ein relativ cooles Leben führen. Ja, sie denkt wahrscheinlich so, jetzt Abby wird sich auf jeden Fall rächen wollen, dafür, dass wir Owen und die anderen schon getötet haben. Weil Owen ja auch so die Ex-Flamme war von Abby. Und umso besser. Und dann kommt sie zu denen. Die wissen ja, wo Jackson ist. Ja, umso besser. Ja, also, ja. Ne? Also die haben ja wohl eine bessere Chance, wenn die sich in Jackson verbarrikadieren und sagen, ey, absolut. Die wollen zu uns kommen, die wollen uns rund machen. Absolut. Als dass sie jetzt zu denen läuft.
Weil so viele WLFs kann es auch nicht mehr geben. Ah, das da wird irgendwann noch ein Kampf hier, ne? Aber so funktionieren Videospiele halt eben nicht. Oder Geschichten. Ich sehe Untertitel, ich höre nichts. Oh, Tommy on. Ja. Nah, by the time we get there, this whole area be thawed. Where are you going? Needed some air. What are you guys doing up? Couldn't sleep. Come take a look at this. Thought is to head home via Ellensburg. If we're in Fall City by tomorrow, we're doing good. Hey. They got what they deserved. But she gets to live. Yeah. Is that okay? It has to be. I'm really not looking forward to going through Idaho again. What you should be worried about is what Maria's gonna do to you when we get home. We've been through worse. However, as I was passing through some ritzy section of town, I come across this necklace. It sparkles a lot. I think it's real gold. You think it's real gold? It's real gold. Let's see it. I know what gold looks like. What? If it's legit, can we say it's from all of us? Ha! You find your own damn bribes. How you doing? Fine. Ellie? Fine. Thanks for coming back for me. My friend's problems are my problems. You're such a sap. All right, how about, my friends can't get out of their own damn way. It's better. Shit! Hold up! That was quick. Fine, Jesse. Stand up! Alter. Hands in the air, I shoot this one too. Don't you do it, Ellie. Get out of here! Stand up! Now! Don't you fucking dare! Shut the fuck up! Fuck. All right? Stop! Stop! Toss your weapon. Toss your weapon! Fuck. No. No. I know why you killed Joel. He did what he did to save me. There is no cure because of me. I am the one that you want. Just let him go. You killed my friends. We let you both live. And you wasted it. Okay. Jetzt spielt man nochmal Abby. Ja. Dad? Abby, Dad? Flashback. Holy shit. Sie hätten nur aufspringen müssen und Abby sofort ins Gesicht schießen müssen. Dann hätte das ganze Spiel vorbei. Yeah, we made it. Ja, okay. Ja, das war mir irgendwie klar, dass wir jetzt die Gelegenheit bekommen, Abby besser zu verstehen. Und das Ganze, was zu Beginn des Spiels quasi passiert ist, ein bisschen zu kontextualisieren, Dad, wenn das ein Wort ist. You can't keep doing this. Na, mit Jesse, das ging jetzt echt schnell, ne? Ist der alte Game of Thrones Trick. Ja. Kaboom! Ah, tot. Ja, okay.
Es hätte mich nicht gewundert, wenn Tommy schon tot wäre, ne? Wenn Ellie die Szene nicht überlebt hätte. Ach so. Ja, warte mal ab. Auch wieder wahr. Ja, aber wir. Oh, die hat uns verfolgt jetzt wahrscheinlich. Auf dem Weg zurück. Ja. Muss ja, ne? Waren wir hier schon? Ich habe keinen Kontext, wo du bist und wo du lang gehst. Das sieht alles gleich aus. And I'm back where I started. Aber du hast auch schon in Abbys Gesicht gesehen, dass sie eigentlich auch schon weiß, dass zu viele Leute gestorben sind und muss es eigentlich nicht weitertreiben. Das ist ja das, was direkt gesagt haben, die wollen, dass Abby und die WLF so als Bösewichte dargestellt werden. Ja. Aber ja, das war uns ja von vornherein klar, dass es nicht so ist, theoretisch. Abby hat uns gefunden, obwohl wir so sneaky waren. Verdammt. Echt so. Ja. Dad! Dad! Where are you? Aber, okay, ich weiß, worauf das Spiel jetzt ein bisschen hinaus will. Ja, wir werden mehr mit Abby sympathisieren. Ganz ernsthaft? Ich verspüre schon eine gewisse Empathie gegenüber Abby. Okay. Theoretisch ist es vollkommen nachvollziehbar, was sie getan hat. Sie hätte vielleicht Joel nicht foltern müssen. Aber dass sie ihn quasi über den Jordan schickt. Vollkommen verständlich. Zoo Lights Festival. ZLF. Zoo Liberation Front. Cthulhu mag Abby. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, dass ich Abby mag. Aber ich kann sie nachvollziehen. Ich verspüre Empathie gegenüber ihr. Nicht unbedingt Sympathie. Achso, der Hund von deiner Schwester heißt Abby, okay. Den mag ich dann auch, okay. Sie wahrscheinlich, mag ich dann auch. Klasse. Ja, Game Over. Letzter Stein, letzte Flasche. Das war's. Hey Nina, schönen guten Abend. Look at that. Wir können jetzt erst reinschauen. Wie findet ihr den Cut, beziehungsweise dass ihr gerade Abby spielen dürft? Ich weiß nicht, ich kann nicht viel dazu sagen. Ich bin, glaube ich, mehr von dem Spiel emotional distanziert, als man sollte. Okay. Was ist deine Meinung dazu? Ja, nee, irgendwie ist es. Ich wusste das. Wir haben ja schon das letzte Mal drüber geredet, dass wir auf jeden Fall nochmal Abby spielen. Ja. Das war uns von vornherein klar, weil du ja schon gesagt hast, man hat zu wenig über den Charakter erfahren, um den dann extra einmal zu spielen. Das macht keinen Sinn. Zweimal sogar, glaube ich, ne? Ja, genau. Und das. Smooth, Abby. Ja. Ja, es ist. Die wollen dir jetzt Sympathie gegenüber ihr vermitteln. Es ist halt, das Spiel versucht ständig an deinen Emotionen quasi rumzuzippeln. Das packt ja auch so. Ja, mach's auch sehr gut. Das ist oh no, she fell on her booty. Abs! Abs! Sie heißt Abs. Ist der Spitzname. You got a little mud on you there, sweetheart. So do you. Where? Right there. You know, every time you run off like this, they give me shit about it. Come on. Believe it or not, they actually care about your safety. These woods are safe. Dad,
Abs. She's been hanging out right on the other side of those trees. And? She's due any day now. We'll just check on her and then we'll head back. I promise. Let's just make it quick. See? I've got my little girl to keep me safe. How do you know I was here? Owen ratted me out, didn't he? He did his job. How'd you get him to talk? I asked. Irgendwas wird hey, immer noch relativ laut von unserem Mikrofon aufgenommen und ich weiß nicht was. 1978. Hey. Don't have that one in my collection. You can keep it. If you promise not to pull anything like this again. You got yourself a deal. Why don't I believe you? No reason I could think of. Come on, let's keep looking. Dad. Relax. You'll be back with Owen before you know it. Wait, what? Nothing. Just noticed you two have been hanging out a lot. More so than usual. Oh, God. How long have you known? I'm your dad. I see things. Like the way you both try really, really hard not to look at each other when you're around me. You get all serious. It's very cute. I can't handle this. And he makes you laugh. That's because he's such an idiot. I just like how he's extra nice to me now. So you're taking advantage of him? Abs, look. Fresh tracks. Wait, this is just your sneaky way of giving me a tracking lesson, isn't it? I would never. Hört man irgendwas anderes? Is it working? Chat. I mean, I found you. Yeah, but you cheated. Ein Rauschen oder sowas? You do what you need to do to get it done. Wow. You actually listen. You have your moments of wisdom. Let's see if we can find anything else. Ich versuche uns mal regelmäßig zu muten, wenn die sich gerade unterhalten. Ich glaube nicht, dass es der Spielsound ist. Irgendwas im Hintergrund. See anything else? Not yet. Ist mir jetzt aufgefallen. Das ist halt super geringfügig, was ihr hört, aber es. Dad, I found something. Suckling. She already gave birth. Ew. And look. Two sets of tracks. Dad? It's her. Let's go. Ventilator, das kann gut. No, she's der Lüfter von der PlayStation sein. Mm. Der ist relativ laut gerade. Ich könnte höchstens. Könnte ein Nachbar sein, der saugt. Ach, Staubsaugt, okay. You know they roam. Ja, dann ist die PlayStation. Of course. Abs. What? Oh my God. We've got to cut her loose. Oh no. Ich hab das Spiel mal ein bisschen lauter gemacht bei euch. Don't worry. I'm not gonna hurt you. Ich würde gern bei euch dann ein bisschen das Audio runterdrehen. It's okay. Oh, schreib einfach ab. Ja, das hilft garantiert. I'm gonna hold her. Okay. Calm down. Doc, are you around here? Over here, Owen. What? Hey, get over here and help me hold her. We need you back up. Owen, hold her. Come on. Das ist ein Firefly. Ja, da hält sich sehr gut fest. Yeah, all right. Get in there, Abs. Steady. Hat's nicht gereicht, wenn sie den mal quasi außen abgeschnitten hätten, theoretisch, und nicht an dem Peter dran. Noch an der Trank. Ja, ich weiß nicht. Looking for you. We got it. Hey, wait. Dad. What's going on? Come on. Okay, jetzt also Doktor.
Das Spiel zum ersten Teil. Oh, das war am Ende Sinn. Doc, that girl showed up. What girl? The one Marlene keeps talking about. They found her in the tunnels. She has an old bite mark on her arm. No signs of infection. That can't be. They're already running tests on her, but you gotta get down there. Ist er der Doktor, wo Dad. Joel einfach umbringt? Wo gerade am OP? Hab ich ja gesagt, das wäre der einzigste. Der einzigste Kerl, von dem wir definitiv wissen, dass er umgebracht wurde. Ja. Aber. Das ist er. Das ist glaubst du? Das ist er. Der Vater oder der? Der Vater von Abby. Okay. It's intertwined with the brain. There's no other option. There has to be some other way. There's no way to remove the specimen without destroying the host. The host? She's a child, not some petri dish. You think I don't. I'm aware of the situation. And you're okay with killing this is, No, I'm okay with developing a vaccine that will help save millions of lives. How many fireflies have died for less? That was their choice. Are you asking me? Or are you telling me this is how it's gonna be? I am begging you to buy in. And what if this was Abby? Look, everything that we've been fighting for, all the sacrifices, all of the horrific, all of that is justified with this one act. If this was your daughter, what would you do? Abby. I'll buy you some dinner. Was ist das jetzt schon Monate später, ne? Thank you, sweetheart. Ist das jetzt schon während... Nee, das ist vor der OP. Ja. Look, Marlene. Aber was wir eben gespielt haben. Das war damals gerade, waren wir im Tunnel, wo Abby, Ellie ertrunken ist und dann sind wir von denen gerettet gegangen. Ah, okay, okay. He has a right to know. Oder das heißt jetzt einen halben Tag später oder so. You're doing the right thing. Yeah. If it was me, I'd want you to do the surgery. Ja gut, dass denen nicht so einfach fällt, ne? Mm. Das zu tun. Okay, dieses Dilemma hat man halt im ersten Spiel nicht wirklich. Joel? Ne? Hm. Ah ja. Ja. Ist jetzt klar, was wir finden. Ja, aber das... Ja. Oh. Das kann man sich quasi alles so ein bisschen denken, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Still in the fucking building? Is that? Abby. No! Abby, don't look! Dad! Dad! No! 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 Aber. Get up. Joel, fucking get up. Please stop. Please don't shoot. Joel, please get up. No! 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 Running hell, pendejo. I'll fucking kill you. Whoa, what are you doing? Manny. Cleaning up. No, no, no. We're here for him. That's it. It's too risky to leave them alive. Too fucking bad. He's right. We
We can't have loose ends. We killed them. We're no better than he was. Ja, guck mal, sie hat auch. Ja, they didn't do anything wrong. Yeah, look at my face. Fuck your face. You should have been guarding the upstairs like I told you to. Move. Back up. Calm down. Or what? Back the fuck up. Calm down. Darden. You gonna shoot me? Stop. We're done. Tag 1 von was? Javi. Damn, the first day. Oh. Easy. You okay, Abs? Die Oberarme, yes. Alter. What's up? Been searching everywhere for you. We've been called up. Isaac wants us at the front. What? Are you serious? I'm afraid so. We should hustle. We're leaving now? Yes. Vámonos. Okay. Fuck, my neck. Das Ding ist halt, hey, wir haben... Thanks for giving me that room last night. Yeah, who was it this time? That cook chick? Nah, the weather chick. She's down from the mountain. Oh, the scientist. Nice. She's a little too excited about her job. Talked my ear off about some storm and I don't know. Worth it, though? Oh, absolutely. I can die happy now. You should. You're never gonna do better than her. Mhm, gut. Das Ding ist halt, die haben ja Ellie und Joel quasi gefangen genommen am Ende vom ersten. Mhm. Und dann Ellie halt direkt quasi ins Krankenhaus da gesteckt, ne? Und wollten sofort mehr oder minder die OP vornehmen. Hello, Miss Potts. Hello, Manny. Hätten die sich vielleicht einfach vorher mit Joel unterhalten? Weil eigentlich war es ja seine Aufgabe, ja, sie dahin zu bringen. Wow. Und er entschließt sich erst ganz zum Schluss dafür. I gotta talk to my dad for a second. Grab us some food? Yeah, on it. Get me something complicante. You get what you get. Ich meine, klar, die versuchen jetzt die Gegenseite ein bisschen zu ins richtige Licht zu rücken und ist ja auch richtig, sind ja auch Menschen. Und was Joel getan hat, ist theoretisch nicht verzeihbar. Aber die Art und Weise, wie sie nice mit ihm umgegangen too, sind, mm-hmm, am Ende, macht halt auch nicht besser. Oh shit, Jordan, I didn't see you there. You coming with us to the Saravina? Manny and I just got called up to the FOB. What are you doing at the Saravina? Hotel and the school are getting evacuated. We're grabbing supplies and bringing everyone back to the base. Seriously? Man, can you fucking believe after everything we're falling back? You don't know that's what it is. At least Leah might be home from the TV station sooner. Well, there's that, yeah. I should run. May your survival be long. And may your death be swift. Jetzt lernen wir wahrscheinlich die Nummer kennen, wo wir tot gefunden haben. Oder umgebrungen haben. Ja. Ich meine, gut, wenn man sich nicht bewusst ist, dass man jeden Menschen, den man schießt im Spiel, ja, dass der eine eigene Geschichte hat, dass der ja, so Freunde, so Kinder und so weiter hat. Hey, Sir. Ah, Abby. How you feeling? Fantastic. Would you please tell him to get rid of this? Ugh, I've tried. Bitte? I look good. Ja. Du bist horrible. Schnauze, well, Mann. We have to head out. Er hat einen coolen Bart, lassen. For you, I will. Gerade sämtlichen Respekt vor dem Verein verloren. Bist du gegen Bärte? Nee, tut mir leid. Das kannst du spielen nochmal aus Abbys Sicht. Nee, weil wahrscheinlich sind wir jetzt schon so auf dem Burritos. Auf dem Endspurt. Okay. Wir haben aber halt jetzt auch schon 5 vor 12, ne? Hey, how are you doing? Hey, das ist länger als 12 wollten wir eigentlich nicht machen. Oder? What the fuck? Excuse me. Travis muss wahrscheinlich gleich los. We're going to the front. Come on. So embarrassing. Wie auch in der Tat, jetzt... Why do you have three? Theoretisch kein schlechter Zeitpunkt. Ich denke, dass es nicht mehr lang geht. Mel's coming with us. Nee, aber anderthalb bis zwei Stunden wahrscheinlich schon noch. Where's your pack?
Denkst du? Ja. Ich denke höchstens nur 20 Minuten. Because I care about both of you. And I'm tired of all the bullshit. Does she know I'm on this drive? Das ist jetzt so. And she's cool with it. Der letzte Akt wird jetzt eingeleitet. Why does your yeah sound like a no? Okay. It's my accent. Come on, stop being paranoid. I think you get a kick out of making me uncomfortable. No. It's an opportunity for you two to finally move forward. We've barely said a word to each other since Jackson. I'm just supposed to pretend that didn't happen? Of course not. You guys need to talk about it. She wanted Joel dead as much as the rest of us. But she's not like the rest of us. She hasn't hurt people like that before. She kills Scars all the time. Not the way we kill Joel. Don't forget, we are grunts. She's a medic. Come on, Abby. She's family. Bad. Do it for me. Cowboys. Okay? I'll try. That's all I'm asking for. Ja, aber die ganze Geschichte mit den Scars haben wir noch so gar nicht berührt. Und wenn wir bei denen nicht zumindest mal noch die Chefin von den Scars kennenlernen, bin ich hart enttäuscht. Also ich dachte, da ist noch was. Da ist noch... wir brauchen vielleicht morgen vielleicht nicht die ganzen 8 Stunden, um das Redaktionsspiel zu beenden, aber... Ja. Yeah. Be nice. Schon noch eine Weile. Bite me. Ach, Alter. Warte. Ist das ein Century Linkfield? Lag da ein BH auf der? Das wurde die Prioritäten klar gemacht. Oh, Leck, das ist das Stadion, wo ich drin war. Guck du mal. So, ey, Stadion. Ich so, BH? Century Linkfield, wie geil ist denn das? Und da ist die Basis von denen. Oh, Mann, ist das geil. Okay, das ist schon ziemlich nice. Dann ist noch so eine kleine Hommage an die Seahawks. Da kann man nicht rein. Sollen wir hier Stopp machen? Ich würde sagen, wenn du bis maximal 12 machen wolltest, dann ist es jetzt quasi 12. Ist auch ein guter Cut eigentlich. Dass der Part geht bestimmt auch noch 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann spielen wir noch den Endpart und dann gibt es noch da eine Auseinandersetzung und dann brauchen wir auch noch irgendwie so einen großen Konflikt, der irgendwie noch zu Ende geführt werden muss. Wenn die beiden sich jetzt so gegenseitig aus dem Weg räumen, einer von den beiden nicht überlebt, dann ist das, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spiel einfach so zu Ende ist. Ja. Ich glaube nicht, dass die beiden jetzt nach dieser Geschichte hier einfach peng und einer stirbt und dann ist Ende. Ja. Glaube ich nicht. Nee. Okay. Machen wir hier vielleicht gerade Pause? Ja. Und dann habe ich so ein, zwei Dinge darüber zu sagen, was das Spiel aktuell so tut. Weil so genial die Geschichte erklärt wird und erzählt wird, ich habe einen großen Kritikpunkt an dem Ganzen. Bisher so, ne? Ist natürlich klar. Man findet immer Kritik, wenn man lange genug sucht. Aber oder ich fange mal andersrum an. Wenn aus irgendwelchen Gründen nach dieser Szene jetzt Ellie und Abby aus irgendwelchen Gründen anfangen müssen, zusammenzuarbeiten und irgendein größeres Ziel zu verfolgen, dann sage ich, holy shit, saugut gemacht. Weil das waren zwei Personen, die unglaublich egoistische Ziele verfolgt haben bisher. Mhm. Und das ist eigentlich keine gute Grundlage für eine Geschichte. Vor allem, wenn man beide Seiten versucht, sympathisch darzustellen, was das Spiel ja gemacht hat. Mhm. Beide haben Scheiße gebaut, beide haben Menschen umgebracht, die der anderen Person jeweils am Herzen liegen und so weiter und so fort. Ich fände es jetzt geil, wenn aus irgendwelchen Gründen die beiden jetzt zusammenarbeiten müssten. Mhm. Ne? Und keine Ahnung, die werden plötzlich von Scars überrannt. Und die müssen oder jetzt Zombies. Halt. Oder Zombies oder irgendwas. Ne? Ja, das wäre ganz cool, aber ich glaube nicht. Entweder geht es richtig kacke aus und Abby erschießt jeden. Schießt sich gegenseitig. Beide tot. Ende. Ne, glaube ich nicht. Oder
Dina versucht irgendwas und wird dann von Abby erschossen. Meine Prediction, sowohl Abby als auch Ellie überleben das Spiel, sonst potenziell keiner, den wir kennengelernt haben. Gibt ja nicht mehr viel. Das wäre krass. Dina und Tommy. Tommy, ja, also die haben bisher mehr Zeit verbracht, wie heißt er? Die haben bisher mehr Zeit verbracht, Jesse ins richtige Licht zu rücken und er war weg. Moment mal gerade. Moment. Das stimmt. Und Tommy war bisher, also klar, jedem ist bewusst, dass er eine wichtige Rolle spielt in dem Ding, aber ne, so so in Szene gesetzt wurde er bisher nicht, dass dem sein Tod irgendwie jetzt... Nee, das stimmt. Das stimmt. Es gibt so viele Enden. Ja. Aber wir philosophieren halt deswegen, ne? Ich find's schade, dass Jesse jetzt so schnell. Ja. Aber gut, war irgendwie zu erwarten, ne? Das ist das Game of Thrones Ding. Ein Heidi-Tidy am Ende wäre doch kacke. Definiere Heidi-Tidy. Was meinst du damit? Ich verstehe, was du meinst, sehe aber keine gutmache Version, wie das passieren soll. Gut gemachte Version, wie die beiden zusammenarbeiten sollen. Ja. Ich hoffe, dass die noch irgendwie einen Kanickel aus dem Hut zaubern und damit irgendwie. Ne? Ich denke, die wollen auf jeden Fall einen dritten bringen, weiß ich nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Okay. Die Sony und vielleicht auch die Köpfe von Naughty Dog wollen das bestimmt. Die Leute, die Geschichte geschrieben haben, die Entwickler, die mit Herzblut hinten dran stehen, die nicht. Und wenn es noch einen dritten Teil geben wird, wird das wahrscheinlich so ein dritter Teil wie, keine Ahnung, der nicht wirklich dazugehört. Nee, es gab ja einen Sprung von 4 Jahren und die könnten dann im Notfall immer noch irgendwas in den 4 Jahren bringen. Ne? Ja. Wie sie Dina kennengelernt hat. Halt eine Geschichte, eine Geschichte, die einfach so parallel irgendwie spielt. Ja. Seitdem ja für Drama oder für ein Happy End. Egal was passiert ist, es wird kein Happy End geben. Happy End ist passé. Happy End ist schon lange abgefahren. Es wird, ich würde wünschen, dass Ellie und Dina glücklich werden, aber mit der Einsicht, dass Ellie jetzt langsam akzeptiert hat, dass der Rachefeldzug vorbei ist, dass Abby also auch noch lebt. Sie ist das ganze Spiel über hin und her gerissen. Sie merkt immer wieder, was für Scheiße sie baut und hört aber nicht auf. Ja, also inzwischen hat sie den Punkt. Gut, dass sie das jetzt realisiert. Gehen kann mit den Tommy, weiß ich nicht, aber mindestens mit Dina. Dass sie dann weiterleben und Abby irgendwie realisiert, okay, aus ihrer Sicht war es nicht anders, da was Ellie eigentlich gemacht hat, ne, so. Sie machen ja dasselbe irgendwie. Unendliche Rache. Immer mehr. Und deswegen, das Hauptproblem der das Epizentrum des Ganzen war prinzipiell Joel wieder. Der hat die ganze Kacke eigentlich am losgetreten. Ja, aber es hat mir auch keiner Bescheid gesagt. Was? Die haben ja gesagt, sag Joel Bescheid damit, dass ich noch von ihr verabschieden kann. Ja? Ja, und das haben sie ja nicht gemacht. Sie haben ja einfach die OP angefangen. Ja, und er hat ihr dann Dings getroffen, die hat gesagt, sie ist schon im OP. Ja. Und dass der dann komplett die Sicherung durchfliehe, ist ja auch nochmal irgendwie verständlich. Nachvollziehbar, ja. Und dann geht er doch hin, voller Adrenalinrausch und klar, das macht den Arzt umbringt, nochmal unnötig, aber... Aber es ändert an der Aussage nichts, den Arzt, die ich gesagt habe. Unnötig, aber dass der Arzt auch nichts gesagt hat, unnötig. So ja. Es mangelt einfach an Kommunikation in dieser das Welt. Das ist richtig. Und darauf passiert so viel Scheiß. Also, aber meiner Meinung nach ist Joel nach wie vor der die meiste Scheiße gebaut hat in der Geschichte. So sehr es nachvollziehbar ist, wenn man... Er wollte halt sie als Tochter behalten, ja. Ja.
im Gegenzug dafür, dass die ganze Menschheit weiterhin leidet. Ja, aber das war ja gar nicht mal so abwegig, weil die haben jetzt auch länger drüber nachgedacht, so, wenn es deine Tochter wäre, ne? Wenn es das und das wäre. Ja, und Abby sagt dann, mach's verdammt. Ja, mal, aber sie ist ja auch so eine Kämpferin, so eine Blabber. Es gibt ja so Leute. Ja. Aber es gibt auch genau andersrum. So. Ja. Ah, die Mucke wird laut. Kann man die Welt wirklich noch retten? Ist dann auch so eine Frage. Nee. Will man sie retten? Gibt's ja auch noch so ein Thema. Ja. Nur weil jetzt alle Menschen scheiße sind. Ja. Heißt das nicht, dass in 4-5 Generationen... Überleg mal, wie es... Wenn wir so weiterleben, gibt es keine 4-5 Generationen mehr. Bei denen nicht. Und bei uns auch nicht. Bei uns doch. Das kann vielleicht alles mit einbeziehen. Ich weiß es nicht. Wo war ich denn gerade eben? Dina und Tommy wären eventuell im dritten dann interessant. Eben weil sie noch nicht so da waren. Nee, so würden sie die Reihe kaputt machen. Ganz ehrlich, ich bin ein großer Fan von der Reihe jetzt und die würden die kaputt machen, wenn sie da jetzt noch
was erzwingen. Das interessiert ja aber nicht die Leute, die das Geld davon einheimsen. Nee, aber du hast vollkommen recht, was du sagst. Ist doch bei so vielen Sachen. Tina ist schwanger, wenn das Spiel einer Filmlogik folgt, hat sie ein Happy End. Oh, so wie die andere Tante, die schwanger war und gerade eben von Ellie ein Messer ins in den Hals bekommen hat. Ich glaube, die Logik ist aus dem Fenster geschmissen. Ja, wir werden sehen. Ja. Es wird ein düsteres Game, das war uns bewusst. Hab mir relativ schnell gemerkt. Ja. Und ja, schade mit Jesse. Aber ja, der war nett, aber man hat wirklich auch keinen Bezug. Deswegen hängt man die ganze Zeit so hinterher. Ja. Wie gesagt. Ich will nicht sagen. Ellie. Es war mir klar, dass alle. Also, ich glaube, von allen, die noch leben, hat Tommy noch die höchsten Überlebenswahrscheinlichkeiten. Sogar höher als Tina, hätte ich gesagt. Denkst du? Ja. Tatsächlich? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Bin gespannt. Aber gut. Bin gespannt morgen. Morgen geht's weiter. Ich denke mal, so. Ja, die Reise, die Erinnerungen wird noch weitergehen. Zweieinhalb, drei Stündchen haben wir noch Game vor uns. Weil es war auch so, du hast halt immer zip, bum, zip, bum. Und das war aber jetzt so ein zip und ein bum. Und nach dem bum machst du kein Ende. Es muss entweder zip gehen. Und das zip dauert immer so zwei, drei Stunden eigentlich. Zip, bum. Merkt euch das. Spieledesigner und Filmmacher da draußen. Zip, bum. Ist die goldene Regel.